Hey yo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit den Zwergen. Wow, mal keine Schlacht am Anfang, aber alle Befehle schon gegeben. So wie es ausschaut. Ah ja. Okay. I see, ich verstehe. Gut, wir haben es geschafft, zwei Gegner schon zu vernichten. Mit ein bisschen Glück werde ich es irgendwie schaffen, noch Isengard wegzuhauen. Wird nicht ganz leicht, weil die so verteilt sind. Da ist ein Land, da ist ein Land, da ist ein Land. Aber das müssen wir sehen, ob ich Isengard jagen kann. Hier wird halt dauernd getauscht, ne? Das Land gegen das Land ist jetzt nicht so gut. Ja, das für das. Muss man mal gucken, ob Lorz irgendwann sich mit den Verbündeten trifft oder nicht. Das ist gut einzunehmen. Ich werde halt versuchen, wieder Helms Klamm zu erobern und dann hier so rumzugehen, damit ich hier mal aufräumen kann. Genau. Da unten die beiden möchte ich noch schnell einnehmen, einfach damit ich Pushing Power nach außen hin habe. Richtung Dol Guldur. Ich glaube, das macht Sinn. Und ansonsten... Ja, muss man mal sehen. So, vorne zu verteidigen wird nicht leicht. Aber es sind nur zwei Armeen, das sollte ich hinbekommen können. Muss man mal gucken. Ne? Da muss man einfach mal schauen, wie ich das hinbekomme. So. Genau. Gut, ich hoffe, ich habe noch alle Punkte, die ich benötige. Nein. Na, dann machen wir es so. Schauen wir mal, wie das läuft. Ich finde es schade, dass hier nur ein Turm ist. Ein zweiter wäre nicht schlecht, weil der reicht nicht bis dahin. Ist natürlich bedauerlich. Es wäre auch cool zu wissen, wie weit so ein Turm schießen kann. Aber das zeigen wir nicht. Dann brauchen wir hier nichts machen, ne? So. Gut, und der Quatsch sollte relativ zügig durch sein, ne? Muss man mal gucken. Genau. So, hier haben wir schon eine Mine. Das ist nett. Ich hoffe natürlich, dass ich vorne erst irgendwie verteidige. Oh, der da muss weg. Der da. Ja. Weil das ist gefährlich, wenn da so einer ist. So ein Berserker. Berserker sind halt schon gefährlich. So. Genau, hat sonst noch irgendwas Gefährliches? Das vielleicht, ja. Oh, da hat's einen Scharku. Glaube ich. Ja, genau, der muss auch weg. Und der kassiert aber gut. Wow. Noch irgendwas? Die Reiter vielleicht noch? So. Und das solltet ihr auch machen, wenn ihr da steht, nicht einfach nur zugucken, sondern schaut, wo ihr ein bisschen Schaden verteilen könnt. Das macht nämlich absolut Sinn. Einfach mal schauen, wo ihr da richtig schön Schaden machen könnt. So. Genau. Durch die Dunländer töten, damit er nicht so viel Geld farmen kann. So. Gut. Und weiter geht's. Bald kann ich reparieren. Brauche ich jetzt aber noch nicht. Das hat noch Zeit. So. Alle zu mir. Auf eure Posten. So, das sieht gut aus. Hier habe ich jetzt ein bisschen optimiert verglichen zu den vorherigen Episoden. Indem ich diese Minen ein bisschen versetzt habe, kann ich hier nochmal eine platzieren, die dann unter so mit 80% läuft. Und das ist ganz cool. Jetzt machen wir das mal so. Passt. Naja, schaut mal. Hier wollen sie was einnehmen, können sie aber vergessen. Genau. So.
Dann gehst du noch da nach hinten, du gehst noch da nach hinten. Zwei Minen baue ich noch. Und dann noch mit zwei Ausbildungsgebäude und dann kann man da auch. Na, ja, ganz easy. Hier bauen wir noch was. 65 vielleicht? Sammelt euch, Teils. Ne, schade. 50. 50. Ist okay. So, und dann können wir jetzt mal rausrennen. Weil jetzt die Fähigkeiten anfangen. Der rennt halt hier einfach sinnlos drauf. Solange er keine Katapulte hat, das ist voll egal. Hier können wir eine Mine bauen. Die macht hier viel Geld. Plus, wie viel macht sie? 16? 18? 17? Hm? Das ist solide, würde ich mal sagen. So. Das dahin, das dahin. Ich weiß nicht, wo ihr hin wollt. Hoffentlich muss ich jetzt das Tor nicht wieder zumachen. Nee, das passt. Ja, genau. Theoretisch kann ich das Tor sogar schließen. Genau. So. Beim Tor muss ich aufpassen, aber das sieht alles noch okay aus. Ja, solange er da drauf schlunzt, ist das ziemlich egal. Na gut. Genau, wir machen einfach alles kaputt. So. Wir reparieren jetzt erstmal das Tor. Dann können wir auch so ein bisschen das so machen. So, Gebäude wollen sie einnehmen. Dass sie halt schießen dürfen, während sie einnehmen, das ist schon sehr fies. Aber okay. Ja, dann geht's da lang. Komm. So. Ja, hoffentlich werden sie das. Gut, das sieht doch schön aus. Ich warte natürlich immer noch darauf zu sehen, wo der Feind jetzt genau ist. Okay, da scheint nichts zu sein. Dann gehen wir da lang. Gut, wir können noch eine Schmiede bauen. Ja, das reicht ja schon. So, dann graden wir jetzt einfach mal ab. Einfach Upgrades bauen. Ah ja. So, jetzt kann man endlich hier ein bisschen Powerplay betreiben. Sehr schön. Genau. Schön hier alles kaputt machen. Easy. So, das wären dann 1000. Das muss nicht sein, das ist ein bisschen sehr teuer. Okay. So. Genau, dann machen wir jetzt hier ein kleines Erdbeben. Ihr wartet mal, ihr wartet mal. Dann bauen wir hier noch die Festung. Und dann gehen wir drauf. Dann haben wir es verteidigt. Na, easy. Ja, ja. Das ist egal. So. Da knallen wir drauf. Boom. Ordentlicher Damage. Sehr schön. So, Turm reparieren. Seht ihr, das wird alles durch. Wie lang der hier dran... Klar, er macht viel Geld, ne? Aber wie lang er da dran steht, das ist halt so cool. Wir haben den Schießstand erweitert. Wir haben den Schießstand erweitert. So kann man das mal fahren, ne? Ganz easy. Da hinten passt noch eine Statue hin, die hatte ich bisher vergessen. Dann bauen wir noch eine Esse, weil Baum und gut ist. So. Komm, macht die Festung kaputt. Ignoriert den guten Aragorn. Und dann macht er den Baumeister tot und gut ist. Jetzt ist er doch gestorben. So.
So, Baumeister noch schnell töten und das war's. Und Axte werfen. Äxte. Tschüss. Gut. Damit haben wir Fornost mal wieder erfolgreich verteidigt. Sehr schön. Wir halten braucht man nichts. Das ist vollkommen egal. Genau. Ja. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Gut, sehr schön. Dann auf nach Rohan. Ah, ich hätte speichern sollen. Mache ich jetzt gleich. Sicher als sicher. Das war dumm. Das war dumm, das war dumm. Ja, ich hätte vorher speichern sollen, falls ich hier auf Automatik machen muss. Na gut. Er entkommt, Gollum. Ja, lustig. Da wäre auch interessant zu wissen, ob Gollum immer einen random Startpunkt hat, also mehrere. Oder wie das da gemacht wird. Ja, toll, danke, Katapulte. Gut gemacht. Ganz toll gemacht. Meine Fresse. Hauptsache alles kaputt machen, ne? Ja, Gollum. Wie wäre es, wenn ihr mal aufhört? Greift's mal da an, okay? So. So, könnt ihr hier, bum bum bum, bum bum. So. So, macht da mal kaputt. Sehr schön. Ja, geht's da mal hin. So. Gut. Okay. So machen wir das jetzt. Gut. Einer tot. Easy. Ganz einfach. Okay. Okay. Wie Feind? Wo Feind? Das sind Pferde. Da ist was. Ja, töten. Du kannst da lang gehen. Wagwoll interessiert mich. So. Und los geht's. Schön angreifen. Nee. Ihr greift da so an. Ah ja. Toll. Es müsste da lang gehen, ne? Oh, da ist ein Saruman. Ja, muss ich. Genau deswegen wollte ich da weggehen. Nicht, dass der hier krassen Damage macht. Ja, bisher müsste es eigentlich ganz gut aussehen, oder? Wo hatten wir jetzt noch den letzten Baumeister? Sehe ich nicht. Ja, mal gucken. Das ist alles ziemlich egal. Ah ja, da unten. Okay, gut. Dann geht's da runter. Bum, bum. So, das bitte töten. Okay. Das war ein Point-Blank-Shot mit Schwarzdornpfeilen oder wie auch immer die heißen. Nice. Easy.
Ziemlich easy. So, behalten, passt. Unser Reich wird immer kleiner. Wir haben Vorratweise unter. Ja, cool. Ich meine, die Hobbits sind egal. Wenn ich jetzt Menschen wäre, hätte ich Elben bekommen, das wäre gut. Bei Rohan, bei Elben gibt's Bauern. Ist auch nicht schlecht. Schwarzorks oder so, ne? Aber egal. Gut, ich jage den Typen weiter. Und Gimli versucht hier was einzunehmen. Ich rödel halt hier gerade rum, ne? Ich rödel ein bisschen rum. Phalanx und Dings ausbilden. Genau. Phalanx Dings, wieder hin. Ne? Wie viel haben wir schon? Machen wir mal so. Dann haben wir da eine solide Truppe irgendwann. Dann gehen wir nach Helms Klamm, nehmen das ein. Der geht runter. Ja, und hier kann ich halt jetzt schön weiterbauen. Ne? Ich kann mir das holen und das holen und das holen. Obwohl. Mal einen Axtschleuderer bauen, mal sowas bauen, mal sowas bauen. So. Genau, das Katapult ist fertig, das kommt weiter, das Katapult ist fertig, das kommt weiter, das Katapult ist fertig, es geht weiter. Selbst wenn ich irgendwo nur ein Katapult habe, das einsam rumsteht, ist das egal, weil es ist ein Bonus, den ich habe, wenn ich eine zusätzliche Schlacht schlagen darf. Es ist zumindest eine Chance darauf, ne, irgendwas zu gewinnen. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe Hüter. Okay, da fehlt noch ein. Eigentlich fehlt hier noch ein Bogenschützenbataillon. Gut, hat noch Zeit. Den Streitwagen würde ich jetzt mal nach drüben tun. Den brauche ich hier gar nicht aktuell. Dafür kriegt er noch ein Katapult. So, jetzt hat er Axtschleuderer. Er könnte noch einen Axtschleuderer vertragen. Nimm mal den noch mit. So, habe ich jetzt zwei Axtschleuderer, zwei Hüter. Zwei Dings, zwei Katapulte und dann bekommt er noch nichts mehr. Das ist ja jetzt doof. Was ist denn da? Die sind 72, ne? Ah, deswegen. 60. Gut, dann ist es halt ein bisschen strange, dann nehmen wir noch einen Katapult mit. Whatever. Okay, und die können. Einfach um safe zu stehen. Gut. Es wäre natürlich cool, wenn die Heldenerstellung auch nochmal ein Bannerheld wäre. Wahrscheinlich ein bisschen broken, aber es wäre interessant. Ich fände es cool. So, passt. Die müssen weiter nach vorne. Gut, der bleibt. Gimli hat seine Befehle, da runter zu gehen. Wahrscheinlich wird das wieder eine Schlacht. Wenn die KI klug ist, versucht sie mir die Minen wegzunehmen. Wenn sie dumm ist, geht sie auf Hornast. Dein wird Lurz jagen, in der Hoffnung, ihn irgendwann zu erwischen. Das wird wahrscheinlich ewig gar nicht funktionieren. Aber gucken wir mal. Und die Orks, ja, die werde ich hier Stück für Stück wegnehmen können. Dann werde ich hier hingehen, ziehe dann die Armee Stück für Stück nach, dass ich mir dann das so hier holen kann. Weil, ja. So, alle bewegen sich. Gut. Ah ja, guck mal, jetzt verliert er ein Land. Oh, das ist perfekt. Das muss ich wieder defenden. Mein Handy macht Töne, um mich an die Arbeit zu erinnern, aber die ist halt eine Stunde später. Gut, dann mache ich hier kurz Pause. Müsste ja auch ganz gut passen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.